Die Zeit, es ist 2 Uhr. Hier sind die Nachrichten aus aller Welt. Berlin. In der Ostberliner Innenstadt kam es gestern Abend zu Ausschreitungen von meist rechtsradikalen Skinheads. Mehrere hundert Fußball-Rowdies zogen nach dem Ende des Fußballspiels FC Berlin gegen Hansa Rostock pöbelnd vom Stadion zum Alexanderplatz und gingen mit Steinen, Knüppeln und Flaschen bewaffnet auf Volkspolizisten und Schaulustige los. Bei den tumultartigen Szenen gab es zahlreiche Schwerverletzte. Wilna, Moskau. In der Krise um Litauen kam es gestern zu blutigen Auseinandersetzungen. Etwa 50 sowjetische Fallschirmjäger drangen nach Augenzeugenberichten in eine Druckerei in Wilna ein und schlugen die dortigen Arbeiter. Wilna wirft Moskau unterdessen vor, neben dem Öl- und Gasembargo auch eine Nahrungsmittelblockade zu beginnen. Beirut. Bei Kämpfen zwischen den rivalisierenden schiitischen Moslem-Milizen sind in West-Beirut erneut 5 Menschen getötet worden. Die Zahl der Opfer der seit Montag dauernden Kämpfe erhöhte sich damit auf offiziell 23. Paris. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Nakajima befürchtet für die Zeit um das Jahr 2000 jährlich weltweit etwa 1 Million AIDS-Tote. Nakajima verwies in einem Interview für Le Monde auf einen Zusammenhang zwischen AIDS und Armut. Geboten sei eine Intensivierung sozialer Anstrengungen. Damit zum Sport. In der Fußball-Bundesliga gab es am Freitagabend folgende Resultate. 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer Leverkusen 2:0, Bayer Uerdingen gegen St. Pauli 1:0. In der zweiten Liga Braunschweig gegen Fortuna Köln 2:2, Aachen gegen Wattenscheid 1:3 und Osnabrück unterliegt Preußen Münster 1:2. Eishockey-Weltmeisterschaft, 4. Spieltag. Die Bundesrepublik Deutschland unterliegt der Tschechoslowakei 0:3, Kanada schlägt Norwegen 8:0, Schweden schlägt die USA 6:1 und die UdSSR schlägt Finnland ebenfalls mit 6:1. Damit zum Wetter am Wochenende. Wechselnd bewölkt, vereinzelt Regenschauer oder Gewitter. Tageshöchstwerte 10 bis 18 Grad. Soweit die Nachrichten aus aller Welt. More music.